Von den für morgen geplanten Corona-Beratungen von Bund und Ländern werden die Stimmen für einen schnellen Lockdown immer lauter. Man könne auf keinen Fall bis nach Weihnachten warten, bis man reagiere, sagte Bundeswirtschaftsminister Altmaier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch Vizekanzler Scholz sprach sich für zügige Verschärfungen aus. Laut Bild-Zeitung will sich das Kanzleramt dafür einsetzen, dass bereits von Mittwoch an Geschäfte, Schulen und Kitas geschlossen werden. Christian Feld in Berlin. Mit welcher Position geht Bundeskanzlerin Merkel in das morgige Treffen mit dem Ministerpräsidenten der Länder? Die Bundeskanzlerin hat ja in den vergangenen Wochen wirklich kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie sich ein härteres, schnelleres Vorgehen gewünscht hätte. Dann hatten wir in dieser Woche ja nochmal ihren sehr, sehr emotionalen Auftritt im Bundestag, sehr untypisch für sie, wo sie auch nochmal in diese Richtung appelliert hat. Und spätestens seit gestern haben wir fast schon einen kleinen Wettbewerb unter den Bundesländern in den Ankündigungen, dass sie jetzt härter durchgreifen wollen. Sachsen hatte vorher auch schon gesagt, ab Montag wird bei uns geschlossen, Schulen, Kitas, die meisten Geschäfte, weil eben die Zahlen so hoch sind. In Baden-Württemberg gelten ab heute Ausgangsbeschränkungen und da gibt es noch viele andere Länder. Was sind denn die strittigen Punkte? Nun, ich denke, die alles entscheidende zentrale Frage für das Treffen morgen wird sein, wird es am Ende wirklich eine bundesweit einheitliche Regelung geben? Findet man wirklich für diese Punkte eine einheitliche Regelung? Bisher war es ja immer so, dass die Länder doch darauf gepocht haben, dass man regional doch noch differenzieren muss. Und das zum Beispiel beim Thema Einzelhandel wird dann einfach die Frage sein, ab wann wird geschlossen? Für wie lange will man schließen? Und findet man vielleicht auch Kriterien, an denen man eine Lockerung dann hinterher verknüpft? Das sind viele Fragen. Und dann ist natürlich auch die Frage nach dem Geld. Denn natürlich möchte der Einzelhandel auch entschädigt werden für den Fall, dass man jetzt im Weihnachtsgeschäft schließen muss. Herzlichen Dank, Christian Feld nach Berlin.